Hi Leute, heute lesen wir die Kurzgeschichte von Nautilus, die Ophidian. Nee, nee, der Platz ist noch frei. Nimm dir den Stuhl und versenk ein paar Bier, Kumpel. Obwohl bei meiner Vergangenheit muss ich aufpassen, was ich brabbel. Ha. Ja, ich habe schon das ein oder andere Wrack gesehen. Ich bin auch selbst in einem gewesen, als ich so jung war wie du. Das war die Ophidian, der Pott, der in die zerklüftete Meerenge gezogen wurde. Ich war der einzige Überlebende. Vielleicht spendierst du mir ein Bierchen und ich erzähle dir die Geschichte. Das? Nee, die Münze ist nicht zum Ausgeben, Kumpel. Das ist mein Glückskraken für die Zehntabgabe. Die Zehntabgabe? Na, du weißt schon, der Zehnte. Jeder weiß über die Zehnten Bescheid. Zahl den Zehnten oder spüre den Zorn des Ozeans. Oh, bei der bärtigen Dame. Dann hast du wohl auch noch nie was von Nautilus gehört, was? Den Titan der Tiefen. Wirtin, schenk uns noch eine Runde ein, Herzchen. Das ist eine Geschichte, die geht nur mit einem Bier über die Lippen. Und mein Freund hier gibt eine aus. Ach, das ist gutes Zeug. Ist beinahe 30 Jahre her. Ich kam gerade von einer Jagd. Ich war Harpunier, der Beste der ganzen Schlachterflotte. Wir hatten den gewaltigen Beiflossen-Leviathan geholt. Ein Riesenmistvieh. Und schleppten ihn in das Turm zum Hafen zurück. Es war kurz vor Sonnenaufgang. Die Lichter vom Bilgewasser flimmerten in der Ferne und zwinkerten uns zu. Messerfische und Berserkerhaie waren uns auf der Fersen. Die Beiflosse blutete ungeniert ins Wasser. Und unser Captain? Nun, keiner von uns scherte sich um ihn. Der war nicht von der vertrauenswürdigen Sorte. Schwörte hoch und heilig, dass er vor dem Ablegen den Zehnten gezahlt hatte. Einen einzigen goldenen Kraken, sagte er. Denn das ist alles, was ich hab. Aber niemand von uns sah, wie er ihn über Bord warf. Also waren wir misstrauisch. Denn wir wussten ja, dass er eine kniepige alte Keilratte war. Trotzdem segelten wir weiter. Und dann traf uns der Titan. Ohne Vorwarnung schnellte sein riesiger Anker aus der Tiefe unter uns herauf. Er schlug geradewegs durch den Kiel und weiter durchs Hauptdeck. Die Ankerkette spannte und dann zog er uns in die Tiefe. Das war vielleicht ein Durcheinander, Kumpel. Matrosen wurden über Bord geworfen, das Wasser war aufgewühlt und die Fische hatten Festmahl. Ich schnappte mir den Käpt'n und schrie ihn an. Dreckiger Lügner, das ist die Strafe der Dame für die Gierigen, die nicht zahlen. Das Schiff sank schnell. Doch dann gaben die Planken nach und der Anker verschwand wieder in der Tiefe. Wäre das alles gewesen, wären die meisten von uns davongekommen. Aber es war noch nicht vorbei. Nautilus war noch nicht fertig mit uns. Das Schiff kippte plötzlich nach Steuerbord. Es schaukelte wild, als der Titan sich an Deck zog. Vielleicht war er mal ein Mann. Doch in dieser Nacht sah ich keinen Mann aus den Wellen kommen. Ich packte unseren Captain am Hals. »Das ist dein Werk!« schrie ich, während ich den Schweinehund würgte und er mich mit großen Augen ansah. Er sieht Nautilus auf uns zukommen. Also schieb ich den Käpt'n von mir weg, das schräge Deck hinunter, und das Ding fängt ihn mit einer Hand auf, sag ich dir. Er war so riesig, seine Finger schlossen sich komplett um den Körper des Käpt'ns, und er war auch nicht gerade ein Hering. »Hier ist ein Zehnter«, schrie ich. Und sprang über Bord. Ich weiß nicht, wie lange ich im Wasser war. Kann nur ein paar Sekunden gewesen sein, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Aber die Haie haben mich nicht erwischt. Mutter aller Seeschlangen sei Dank. Ich habe mich auf eine der Steinspitzen draußen in der Meerenge gezogen und zugesehen, wie die Ophidian unterging. Nautilus hielt den Käpt'n fest, der sich wie ein Wurm drehte und wand. Aber aus dem Griff des Ungeheuers
gab es keinen kommenden nicht. Der Titan stand einfach nur da, bewegungslos wie eine Statue. Ich sah zu, wie sie in die Dunkelheit der Tiefe versanken. Warum er mich verschont hat, weiß ich nicht so genau. Vielleicht war ich der Einzige, der den 10. zahlen wollte. Oder Nautilus wollte, dass jemand die Geschichte weitererzählt. Doch in den dunkelsten Bilgewassernächten, wenn der mörderische Nebel über die Stadt rollt, hört man ihn, wie er langsam und gemächlich ans Ufer kommt und den verfluchten Anker hinter sich herzieht. Soll ich dir einen Rat geben, Kumpel? Behalte eine Münze in der Tasche und zahle immer deinen 10. Und traue keinem Captain, wenn du ihn nicht mit eigenen Augen gesehen hast. Denn vielleicht hast du nicht so viel Glück wie ich. Das ist mal echt eine richtig geile Geschichte. Also sie gefällt mir. So wie er sie erzählt hat, das ist echt... Also, ihr wisst ja, die Kurzgeschichten gefallen mir immer mehr als die Hintergrundgeschichten. Super. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!